Hallo meine Lieben, heute sind wir mal wieder unterwegs für euch. Wir sind in einem Schloss in Tschechien und werden eine kleine Befragung machen jetzt. Zum einen möchte ich starten mit meinen Karten, die möchte ich jetzt befragen, ob sie noch irgendwas wissen zu den Ereignissen hier. Und zum anderen möchte ich gerne dann ein Spiritbox-Experiment für euch machen. Ich werde meine Kopfhörer aufsetzen, werde hören, was durch die Spiritbox kommt und werde das laut aussprechen. Vielleicht können wir im Anschluss dann auch noch eine normale Spiritbox-Session machen. Ich weiß, es ist immer etwas laut und störend für euch, aber dann könnt ihr direkt die Antworten auch hören. Und die Lichtleiste im Hintergrund, das seht ihr gerade nicht, die sind jetzt schon zum zweiten Mal angegangen. So, da will mir offenbar jetzt schon jemand was mitteilen. Also wir werden auch damit noch eine kurze Befragung machen. Die Kinect haben wir auch dabei, also es wird sicherlich wieder spannend. Jemand hier, der uns etwas mitteilen möchte. Gut. Lass die Karten rausfällen. Okay. Das hilft gut heute. Meine Herren, noch etwas, nämlich die Kansali-Karten. Bevor ich also in die Interpretation gehe des Ganzen und euch natürlich auch zeige aus der Nähe, werde ich noch mal ein paar Fragen stellen. Also, wann zeigt ihr euch für gewöhnlich? Eine gewisse Zeit, wann ihr euch zeigen wollt. Wir sind jetzt übrigens im bediensteten Trakt des Schlosses. Morgendämmerung. Okay, es wird eine unruhige Nacht, ich sehe schon. Also wir werden früh geweckt. Oh je. Okay. Was haben wir noch? Okay. Dann, wo werdet ihr euch zeigen? Wo werdet ihr euch uns zeigen? Auf der
der Treppe. Also draußen ist so ein Treppenhaus. Also wie gesagt, wir sind jetzt ganz oben am Bedienstetentrakt. Gut, habt ihr uns irgendwas mitzuteilen? Vielleicht. Oh, die Lichtleiste hinter mir ist schon wieder angegangen. Zum dritten Mal in Folge. Wow. Gleich kommen wir dazu. Mal ein bisschen Geduld. Habt ihr irgendwie etwas krank geworden oder wurdet ihr ignoriert oder was ist euch passiert? Aha. Ein Unfall, ertrinken. Also jemand ist bei einem Unfall, vielleicht ein Schwimmunfall, ertrunken. Gut. Jetzt ist die Lichtleiste schon wieder angegangen. Unglaublich. Wow, die sind ungeduldig. Habt ihr uns noch irgendwas mitzuteilen? Ups. Elektromagnetisch. Okay. Man kann eure Energie fühlen und messen. Aber ihr versucht uns ja schon ständig Zeichen zu geben mit der Lichtleiste. Das werden wir dann auf alle Fälle auch noch versuchen. Gut. Hier noch irgendwelche Botschaften. Ups, okay. Rätselhaft, okay. Ja, ich finde es so ein etwas rätselhaft. Ups, oh, 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 oh. Und ihr braucht Hilfe, aha. Blind von Spiel und Zeichen. Ja, vielleicht hier mit den Karten. Vielleicht sehen die das als Spiel und wollen uns damit ein Zeichen geben. Das wäre schon mal gut. Also ich versuche das jetzt mal ein bisschen so hinzulegen, dass ihr es aussehen könnt. Moment, die Lichtleiste ist schon wieder angegangen. Meine, gerne. Okay, okay, okay. Dann nehmen wir auf die Seite die ganzen Karten und breiten das hier ein bisschen besser aus. Also jemand ist durch ein Unfall, ertrunken. Vielleicht war das ein bisschen rätselhaft für die Hinterbliebenen. Jemand braucht Hilfe, kann sich vielleicht nicht wirklich bemerkbar machen, versucht Zeichen zu geben, aber die anderen sind blind. Das Ganze passiert offenbar auf der Treppe. Und wir haben dann auch ein Spiel. Oh, die Lichtleiste ist. Das ist jetzt Wahnsinn. Ich glaube, ich muss jetzt mal die Lichtleiste auch langsam dazu holen oder ein paar davon. Aber ich zeige euch jetzt nochmal das Kartenbild. Vielleicht sollen wir mal ein bisschen Licht anmachen hier. Es ist etwas duster. Noch haben wir hier Licht. Also, Morgendämmerung, elektromagnetisch. Wir haben das Spiel übrigens. Unten steht ein Schaukelpferd, ein ziemlich unheimliches Ding. Die Lichtleiste ist schon wieder an. Und wir haben hier eben auch die Zehn der Schwerter. Das ist ja auch, kann darauf hindeuten, auf besiegt werden, einen Todesfall vielleicht sogar auch. Wir haben hier diese Karte wieder, die eigentlich darauf hindeutet, dass jemand vielleicht versucht, auf sich aufmerksam zu machen, aber es noch nicht richtig schafft. Die Karte bedeutet dann auch, das würde da auch wieder dazu passen, dass der eben sehr aufgebracht ist und es nicht wirklich wahrgenommen wird von den anderen, was ihm natürlich zu schaffen macht entsprechend. Wir haben hier noch das Festhalten am Materiellen, also vielleicht an der materiellen Welt, an unserer Welt und kann nicht wirklich Abschied nehmen. Er möchte eine neue Chance haben, derjenige. Wir haben hier dann die ganzen restlichen Schwertkarten. Die hier kann auch auf einen Streit oder Zwischenfall hindeuten. Vielleicht war es gar kein wirklicher Unfall oder es war vielleicht ausgelöst durch, oh, die Lichtleiste ist wieder an, durch irgendeinen Streit oder eine Zwistigkeit. Vielleicht wurde jemand geschubst, wer weiß. also auf alle Fälle passt das alles recht gut. Wir haben aber einen guten Ausgang letztendlich. Also die Hoffnung darauf, dass sich das Blatt bald zum Guten wendet sozusagen, dass wir einen guten Ausgang haben. Und wir haben hier rätselhaft und wir haben hier diese Karte, die eben auch dafür stehen kann für Rätsel und deren Lösung für
für Intuition teilweise auch. Also es passt eigentlich relativ gut zusammen. Die Lichtleiste ist nochmal angegangen. Okay, meine Lieben, ich muss jetzt wirklich die Befragung starten, weil unsere lieben Geister sind sehr ungeduldig hier. Es ist jetzt so, dass ich die Lichtleisten hier aufgestellt habe. Und wir haben hier das Nein-Licht. Und wir haben hier ein Ja-Licht. Und ja, das ist einfach neutral, mehr oder weniger. Also sozusagen ein Vielleicht. Okay. Dann, meine lieben Geister, müsst ihr das Ganze nur kurz anstupsen. Und dann geht es an. Oh, ja, wir haben eine Antwort. Ja. Also, wer auch immer hier ist, er hat es schon verstanden. Und offensichtlich wollen sie wirklich gerne mit uns reden. Stimmt das? Wollt ihr gerne mit uns reden? Wollt ihr ein paar Fragen beantworten? Das wäre sehr nett. Ja, ja. Schön. Oh, und noch eine zweite, die neutral ist auch angegangen. Wundervoll. Ja, gut. Meine erste Frage wäre, bist du weiblich? Ja oder nein? Also die neutrale Angabe. Vielleicht ist es, spielt es keine Rolle, oder es ist vielleicht weder Männchen noch Weibchen, oder sie wissen es nicht mehr. Bist du männlich? Bitte antworte mit Ja, wenn du männlich bist. Oder mit Nein, wenn du nicht männlich bist. Keine Antwort, also es hat eher auf weiblich reagiert, offenbar. Und nochmal, das hier ist Ja, das ist Nein, das ist neutral. Nichts von all dem. Nicht beschriftet. Bist du noch da? Ist noch jemand hier? Könntest du vielleicht bitte nochmal das Licht anmachen? Das Ja-Licht ist wieder angegangen, das ist gut. Also es ist noch jemand bei uns, das ist sehr erfreulich. Gut, ich würde jetzt gerne das Spirit Box Experiment auch starten. Und werde mir dann die Kopfhörer aufsetzen und euch laut sagen, was ich dadurch höre. So. Also, ich habe jetzt die Spiritbox und leg die mal hier ab. Das war ich jetzt. Und ich sage eben laut, was ich höre. Also momentan ist noch nichts zu hören. Wer immer hier eine Botschaft für mich hat, bitte sagt es durch dieses Gerät, durch die Kopfhörer für mich. Also diese Spiritbox produziert verschiedene Brocken und Wörter und Wortfetzen und ihr könnt da doch Botschaften formen für mich. Ist jemand hier? Ihr könnt natürlich auch weiterhin die Lichtleisten anmachen. Bis jetzt kommt noch nichts durch. Das ist irgendwie fast wie Gejammere oder so. Ja? Bist du ertrunken? Bist du ertrunken? Hattest du einen Unfall?
Ja. Bist du alleine hier? Drei. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Ganz viele oder so ähnlich. Warte hier Bedienstete? Habt ihr hier gearbeitet? Irgendwas wie hier drin oder so ähnlich. War das dein Zimmer hier? Ui. War das dein Schlafzimmer? Irgendwie habe ich ein komisches Gefühl hier von der Tür neben mir. Also es ist irgendwie sowas, ob da jemand stehen würde. Man sieht auch ein bisschen fast so wie ein Umriss. So ein hellen Umriss in der hellen Tür, in der dunklen Tür. Ganz komisch. Vielleicht ist es eine Spiegelung, aber ich habe ein komisches Gefühl jedenfalls von da. Ich verstehe euch nicht so gut. Bitte nicht durcheinander sprechen. Habt ihr eine Botschaft für uns? Eine Nachricht? Es ist so, als ob sie miteinander reden im Hintergrund, aber sehr leise. Bitte lauter reden. Hab ihn. Wen hast du denn? Ihn. Ja, wen? Wer ist? Was? Wer? Wen hast du? Sag den Namen bitte. Hab ihn. Ne? Voll der Dickkopf. Ja, überall. Musik, hat sie gesagt. Wollt ihr Musik hören, oder was? Habt ihr gerne Musik? Ich habe es gar keine da, aber ich könnte höchstens mit dem Handy ein bisschen was spielen, aber sonst. Abend? Einfach? Carla, bist du Carla? Nein, suchst du Carla? Wie ist dein Name? Also ich verstehe es sehr schlecht. Ja, komplett. Ach, es ist schwierig zu reden und gleichzeitig zu hören. Also früher haben sie hier jedenfalls Deutsch gesprochen, deswegen ist es durchaus verständlich für diese Seelen, wenn ich mit ihnen Deutsch spreche. Außerdem denke ich, dass sie uns sowieso verstehen und dass Sprache im Jenseits keine wirkliche Rolle mehr spielt. Was? Was? Lass die Grube? Ja. Welche Grube? Also ich werde euch jetzt mithören lassen, weil das sei. Vielleicht versteht ihr ja besser das Ganze als ich, wer weiß. Also ich nehme die Kopfhörer mal ab. Übrigens, die Lichtleisten scheinen jetzt nichts mehr gemacht zu haben. Ich habe jetzt einen Lautsprecher für euch. Also ein bisschen mehr.
Sind noch alle Bereiche? Carla? Ist sie irgendwo im Auto? Ja, es ist wieder angegangen, es ist schön. Bist du? Ja? Was ist noch mal? Schwer zu sagen. Also, wer bist du denn dann? Wenn du nicht Carla bist, wer bist du denn dann? Ich sollte suchen nach Carla. Aber es war weiblich. Also vorhin eine Reaktion eher auf weiblich geprägt. Oder ja, vielleicht ist es auch neutral. Vielleicht ist es weder noch, aber sie weiß es nicht mehr so genau. Aber auf männlich jedenfalls kam überhaupt nichts an Reaktion vorhin. Aber sie haben gesagt drei. Also vielleicht muss ich deswegen nicht sicher, weil ich ja nicht konkret gesagt habe, wer von den dreien gemeint ist. Vielleicht ist es eine gemischte Gruppe, wer weiß. Seid ihr eine gemischte Gruppe? Seid ihr Männer und Frauen? Dann kannst du vielleicht mal das Ja-Licht anstupsen, bitte. Oder hier antworten, direkt. Ja? Nein? Ihr seid euch nicht einig. Ist da hinter der Tür jemand? Aber ich habe immer noch Gänsehaut, wenn ich dahinter schaue. Es ist ein dunkler Flur. Eine Glastür. Ist da jemand? Ist da jemand hinter der Tür? Ich kann überhaupt nichts mehr durch. Komisch. Oh, ja. Das Jahr liegt es angegangen. Ich habe volle Gänsehaut. Steht da jemand hinter der Tür? Ist da jemand vor? Ist da jemand da draußen? Ich fühle mich sehr beobachtet von dort. Seid ihr dort? Vielleicht? Seid ihr nett? Mögt ihr uns? Seid ihr uns wohlgesonnen? Oder wollt ihr uns irgendwas antun? Möchtet ihr uns was antun? Möchtet ihr uns loswerden? Stören wir euch? Das kommt gar nicht mehr durch. Wollt ihr eure Ruhe haben? Was? Fort? Sollen wir doch fortgehen? Nein? Das lassen wir wieder nicht anders. Ja, wo seid ihr denn? Ich sehe euch doch nicht. Seid ihr noch da? Könnt ihr vielleicht die Lichtleistung mal anmachen, wenn ihr noch da seid? Da sitzen sie vielleicht. Da können wir antworten. Ja, das ist gut. Die sitzen da auf dem Stuhl. Aber da, also bei mir ist überhaupt nichts am Antworten, aber wenn ich jetzt zum Stuhl halte, dann kommt mehr.
gesetzt, der wird uns gerne auf den Stuhl, oder was? Oh, ja. Vorsicht. Warum Vorsicht? Ist etwas gefährlich? Oh, ja. Es ist etwas Gefährliches. Eine Warnung. Ist hier jemand, der uns nicht wohlgesonnen ist? Oh ja! Okay, also die Gänsehaut ist wahrscheinlich gerichtet. Aber ich habe jetzt endlich. Ja! Ist sie alles gegangen und sagt ja, oh mein Gott. Ja, lass uns mal was sagen. Ist es der hinter der Tür? Ist da draußen jemand, der böse ist? Voll die ganze Haut jetzt zu. Ja, und jetzt das wieder. Also sie wissen es nicht so genau, scheinbar auch, ob er da ist. Oh ja, richtig, sie wissen es nicht so genau, wo sich derjenige befindet. Ja. Sehr schlecht zu verstehen, aber wie immer. Aber ich finde es ja bemerkenswert, dass schon am Anfang, als ich die Karten gelegt habe, die losgelegt haben, und ich habe es ja da vorne auf einem ganz anderen Tisch gehabt, weit weg, und die ganze Zeit ging die Lichtleisten los, während ich die Karten gelegt habe. Jetzt geht's wieder. Und während meiner Spielbox-Sitzung, dem Experiment mit Kopfhörern, ist, glaube ich, die Werbung angegangen, ja? Ich lege das Ganze mal auf den Stuhl, vielleicht können wir es noch besser hören. Oh nein! Was ist jetzt? Ich bin gerade angekommen, natürlich. Also, Spirit-Box sitzt auf dem Stuhl. Viele Seelen, sind viele Seelen hier. Sie, wer ist sie? So, jetzt habe ich die Kinect. Und werde euch mal zeigen, also ein bisschen schwierig zu erkennen, aber momentan hat sie da noch nichts auf dem Schirm, gar nichts. Ich werde ein bisschen herumgehen und euch Bescheid sagen, sobald ich da was erkennen kann. Die Lichtleisten sind noch am Tisch und wie ihr hört, Spirit Box läuft weiter, die sitzt immer noch am Sessel und wird, oh mein Gott, da ist einer. Okay. Hallo. Was hat er gesagt? Harry? Hallo, mein Freund. Oh, sorry, bin ein bisschen verrutscht. Das ist ein schwieriger Winkel hier. Was ist das? Wo ist denn der? In der Ecke irgendwo, oder? Über der Tür, oder was ist das? Die Tür, ja. Die Tür. Stimmt. Also der sitzt da bei der Tür. Hey, habe ich nicht vorhin gesagt, ich habe ein unangenehmes Gefühl da von der Tür, als ob da jemand ist. Sehr unangenehm, sehr viel Gänsehaut und einfach ein negatives Gefühl. Und da hängt er jetzt bei der Tür. Was tut der da? Keine Ahnung, der sitzt einfach da. Hallo? Wer bist denn du? Bist du Harry? Ist das dein Name? Kannst du... Oh nein, sie hat sich ausgeschaltet.
Schwarzes Screen jetzt. Oh. Warum? Warum habe ich ein Black Screen? Ja, ist nicht. Oh, jetzt gerade, wo der da war. Wie schade. Ja, das ist wirklich schade jetzt. Ich kann euch mal die Tür zeigen. Und das ist nämlich hier. Und da habe ich den auch gespürt. Da seht ihr das? Das sieht doch fast so aus, als ob da jemand steht. Ich weiß es nicht, vielleicht bildet mir das ein, aber das ist merkwürdig. Oh, das ist so unangenehm. Ich weiß ja auch nicht, was da ist. Das ist ja gar nichts da draußen. Merkwürdig. Naja. Ich geh mal weg von der Tür. Ja, wir gehen lieber wieder daher. Vielleicht machen Sie die Lichtleisten nochmal an. Also, ihr Lieben, könnt ihr die Lichtleisten nochmal einschalten, bitte? War das ein Yep oder ein Help? Schwer zu verstehen. Okay, ha. Ist der bei der Tür noch da? Das ist schon wieder drei. Da oben? Ja, da oben war er, bei der Tür. Problem so, dann ist er. Da kommt er ja wieder. Obwohl, ehrlich gesagt, so scharf bin ich dann nicht drauf, dass der von der Tür wieder kommt. Ich glaube, der ist nicht so nett. Schlechtes Gefühl bei dem. Und die anderen haben mir auch irgendwas von Warnung gesagt und Vorsicht und so. Also, kann ja sein, dass sie den meinten. Keine Ahnung. Na, also, Kinect zeigt jetzt überhaupt nichts mehr an. Was? Warum? Wand? Vielleicht war das Wand. Ist er auf der Wand? Ich sehe nichts. Nein. Nicht an der Wand. Könnt ihr vielleicht die Lichter nochmal anmachen, bitte? Habt ihr alle zur selben Zeit gelebt hier? Das kann jetzt fast wie Nein im Basis. Nein. Wann habt ihr denn gelebt hier? Also jeder von euch, sagt doch mal bitte die Zahlen. Wisst ihr das noch? Könnt ihr uns das sagen? Wann war das? War das noch im 19. Jahrhundert? Oder vielleicht frühes 20. Jahrhundert? Oder vielleicht sogar noch später? Hm? Ah, tja. Also ich glaube, das mit der Kinect ist momentan auf Eis legen sozusagen, weil momentan ist er nicht da. Aber ich werde es mal so hinstellen, dass ich zumindest die Stühle auch im Blick habe. Und falls sich da jemand hinsetzt, sehe ich es auf der Kinect. Was? Tempo? Fünf. Seid ihr jetzt fünf? Fünf. Okay, herzlich willkommen den anderen beiden, die jetzt noch dazu gekommen sind. Freut mich sehr, euch kennenzulernen. Ich bin übrigens Lucia, wie unmöglich von mir. Ich habe mich gar nicht vorgestellt. Lucia. Und Michi ist auch hier. Hallo. Könnt ihr bitte nochmal die Lichtleisten für uns anmachen?
vielleicht die Neuankömmlinge, diese Lichtleisen, reagieren auf Erschütterung. Und das ist unser Jahrlicht. Ja, merkwürdig. Aber ja, also ja, nein, und das ist neutral. Vielleicht. Also, es sind noch zwei gekommen, stimmt das? Ihr seid jetzt fünf. Könnt ihr vielleicht mal das Jahrlicht anmachen, bitte? Also es kommen relativ viele Stimmen durch, aber die Lichtleisten, am Anfang haben sie geliebt und jetzt plötzlich nö. Übrigens, also das bei der Tür sehe ich jetzt nicht mehr. Es ist weg. Ich sehe diese komische weißliche Gestalt jetzt nicht mehr. Und ich habe auch keine Gänsehaut momentan mehr. Ich hoffe, sie kommt nicht wieder. Ich sitze hier nicht so gern. Was? Ja, was? Sie kommen auch nicht nachts wieder, oder? Ich muss hier schlafen. Was war das? War das Kasper oder so? Was? Bleibt die jetzt weg? Die Gestalt da draußen? Ist sie gegangen? September. Na gut, wenn er im September wiederkommt, kein Problem, aber bis dahin bin ich weg. Okay. Bleibt ihr hier? Ist es in Ordnung für euch? Ich sage ja nein. Es geht nicht anders. Wir können doch nicht da draußen schlafen. Es ist kalt, es regnet. Kalt, ja. Also ich finde, es ist kalt. Wobei ich friere immer. Aber ja. Und es ist ziemlich hart da am Boden, nicht wahr? Ungemütlich. Und hier steht so ein tolles Bett. Seid nicht so. Seid lieb zu uns. Gastfreundlich. Dürfen wir bleiben? Geht. Nö. Ja. Ich bin sicher, wir werden uns einig. Ich hoffe nur, das Bild, das da über dem Bett hängt, fällt mir nachts nicht auf den Kopf. Und was habe ich jetzt auf Ideen gebracht? Nein! Nicht gut, nicht gut. Aber solange der da nicht wiederkommt, sehe ich da keine größeren Probleme. Ist ja cool, wenn sie es nur einmal anmachen. Wieso gehen die nicht an? Nichts geht an. Wieso nicht? Jetzt ist sie erschöpft. Allelo. Da? Sepp? Sepp, warte.
Was ist mit Sepp? Ich werde mal in den Flur hinausleuchten hier. Mit dieser Kinect, also hinausfühlen. Vorbei und dann geht sie nochmal. Ja, die mögt ihr. Jetzt ist die Tür offen. Vielleicht machen wir die lieber zu, nicht, dass dieses Ding reinkommt. Nochmal! Das ist typisch, oder? Jetzt habe ich mich schon verabschiedet und alles und es wird immer so unscharf mit diesem Lichtleisten. Aber danke, und jetzt ging die ganze Zeit die Lichtleisten an. Na sowas, ne, sowas.